Ja, willst du noch was Kurzes? Du, von mir aus noch was Kurzes. Sollen wir noch eine Runde The Time You Killed Me spielen, damit das die Leute mal gesehen haben? Das können wir machen. Weil wir ja die Regeln schon kennen. Ich muss mich aber nochmal ich hatte jetzt mit Arno nochmal bei Null angefangen sozusagen, ohne ja, alles. Halt und muss mich dann nochmal in die Baumregel einführen hier. Nee, wir spielen Null ohne alles. Okay, ohne alles ist ja, ja gut. Ein Zwei-Personen-Schach in zwei verschiedenen Zeitachsen. Wenn das so läuft wie beim Onitama-Turnier, dann super. Wir spielen klassische Regeln ohne irgendwelche Schnörkel. Wie es funktioniert, seht ihr jetzt gleich. Wobei du mich beim ersten Mal mit deinem Schachvergleich sehr irritiert hast, weil bis auf, dass die Figuren so aussehen, hat es nicht so wirklich viel von Schach. Ja, du hast halt, es ist wie Onitama in drei Zeitzonen. Immer so. Das nicht bespielt habe, kann ich da nicht widersprechen. Ach, da hast du, da kommt ein Tisch. Ein Tisch wird kommen. So. Genau, also ihr seht die drei Zeitlinien. Es startet hier in der linken Zeit. Mittlere und rechte, was ist das hier für ein Zusatz da oben? Du hast doch, glaube ich, die Pflanzen hier mit eingedingselt. Ah, ich habe doch die Pflanzen mit an. Okay, dann erkläre ich die Pflanzen auch noch. Stimmt anscheinend. Und zwar ist es so, man kann sich immer an ein angrenzendes Feld bewegen. Du kannst insgesamt zwei Schritte machen. Und dann sagst du, in welcher nächsten Zeitlinie du was machen willst. Und das Problem bei Zeitlinien oder das Lustige daran ist, du kannst mit deiner Figur als Aktion auch in die Zukunft reisen. Dann landest du einfach schlicht auf demselben Feld in der Zukunft und kannst da was machen. Du kannst mit einer Figur auch in die Vergangenheit reisen. Wenn du aber in die Vergangenheit reist, dann kommst du zu einem Zeitparadoxon. Das heißt, du befindest dich dann in der jeweiligen Zeit und in der Vergangenheit zusätzlich. So kommen neue Spieler wieder ins Spiel. Und so laufen wir hier rum und das Spiel endet, sobald ein Spieler in zwei Zeitzonen alleine ist. Dann hat er gewonnen. Man kann Spieler aus dem Spiel rausschieben, man kann sie schlagen. Und wir können in dem Falle hier Bäume pflanzen. Und zwar haben wir hier Samen. Du wolltest ja Samen werfen. Ja, wenn unbedingt. Wir diesen Samen auswerfen, dann entsteht quasi in der Zukunft, in der nächsten Zukunft ein kleiner Busch und in der übernächsten Zukunft ein Baum. Durch einen Baum kann ich nicht durch einen Busch schon. Einen Baum kann ich aber umschubsen. Und wenn ich den umschubse, schmeiße ich den einfach auf einen Spieler drauf und dann ist der Spieler halt tot. Das Lustige ist, du kannst so einen Samen aber auch wieder aus der Erde rausziehen. Dann wird der Baum natürlich nie entstehen. Und verschwindet wieder in der Zukunft. Ja. Das sind die zwei Sachen. Und wenn man zwei gegnerische Figuren zusammenschiebt, dann lösen die sich auch auf. Genau. Und ich fange an. Mhm. Ich bin schwarz. Du bist schwarz, wie deine Seele. Ja, ich laufe einfach mal so. Und grundsätzlich kann man sich das einfach so merken, wie die Zeiten aufgebaut sind. Desto älter das Board halt ist, desto länger es schon da liegt, desto verrotteter ist es halt. Und komm mal zu dir in die Zukunft. Nee, in die Vergangenheit. Da ist ja das Brett noch. Ganz links ist ja die Vergangenheit. Da ist das Brett ja noch ordentlich. Ja, ich weiter nach rechts. Rechts ist ach, die danach, Zukunft. Ist ach, da bist du mit deinem, genau, du bist aber gerade in der Vergangenheit losgedackelt. Genau, hier. Ich startete in der Vergangenheit und gehe jetzt in die Zukunft, weil du auch in der Zukunft bist. Mm, das ist korrekt. Ah ja, fühle ich. Ich habe in der Zukunft was gemacht und gehe danach in die Vergangenheit. Gegenwart, erstmal nicht so relevant hier. Komme ich mal dahin. Mhm. So. Jetzt treffen wir uns hier überall erstmal in der Mitte. Ja, sag mal erstmal hallo. Achso, ich muss noch bestätigen. Entschuldigung. So, wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, kann ich dich jetzt in der Zukunft direkt töten. Das versuche ich jetzt mal. Weil ich, wenn ich hier einen Baum pflanze, den auf... Ah, ich kann ihn nicht pflanzen. Fuck. Du musst ihn auf ein freies Feld pflanzen. Ah, ich hätte dich jetzt so gerne in der Zukunft getötet. Ja, du musst ihn auf ein freies Feld pflanzen. Ja. Ach, jetzt muss ich das machen. Nein! Hast du ihn bei dir selber gepflanzt. Okay. Kann ich das irgendwie rückgängig... Ja, boah, ich kann alles rückgängig. Alles entspannt. Puh, alles entspannt, nichts ist passiert. Dann schubse ich dich mal. Du schubst mich einfach. Stimmt denn mit dir nicht? So. Jetzt hätte ich mich fast selber getötet, wenn ich nicht aufgepasst hätte. Mhm, so sieht's aus. Ah, du reist in die Vergangenheit, fühle ich. Ich war bloß gerade hin und her, wo ich jetzt so als nächstes Dinge tun möchte. Du hast mich schon wieder geschubst. Möchte das nicht. Na, diese Spannung. Unfassbar, ja. Das Geile ist, das ist so langweilig wie Schach, aber in drei Zeiten gleichzeitig. Ich finde es gar nicht langweilig, weil man halt echt komplett anders denken muss. So. Man hat nicht unendlich Spielfiguren, das sieht man hier oben. Also sprich, man kann viermal in die Vergangenheit reisen, dann geht es nicht mehr, weil man keine Figuren mehr einsetzen kann. Hörst du mal auf, mich da zu schubsen? Ich schubse dich gleich wieder. Ich weiß, dass du mich gleich wieder schubst, aber ich wollte mal zuerst schubsen. Das ist eigentlich logisch, dass ich dich da schubse, sonst mache. Ein Hin- und Her-Geschubse hier. Unfassbar. Ja gut, die Chance. Ja, die Chance nutze ich. Quatsch, rückgängig. Ja, ja. Tschüss, Roderich. Danke. Mit der Arbeit auf der Wiesen, der Arme. Ja, aber da kommt nur ein Busch in der Zukunft, da habe ich keine Angst vor. Da kommt nur ein Busch hin? Das ist ja belastend. Mach dafür, ruhig. Dass dich der Busch trotzdem auch dann rumnervt. Nee, der nervt mich nicht. Der nervt dich nicht. Nee, der nervt mich nicht. Das ist ja schade. Ja. Ja gut, in die Zukunft brauche ich mich nicht hinstellen, weil da habe ich gleich keine Figur dann mehr. Das könnte passieren. Aber wieso kommt da jetzt gar kein Busch gerade? Vielleicht, weil ich auf dem Feld stehe?
Ich dachte, dass genau das der Trick wäre, dass dann genau da der Busch hinkommt. Dachte ich auch. Es gibt da die Regelkarte. Plant seed. Place a seed in your space on an empty space beside you grow. When you plant a seed, also place a shrub in the next area, if able. When you are place a shrub, also place a tree in the next area. Ja, ja, und der hätte ja dann genau dich treffen sollen. Das war ja der Plan, warum ich mich für Mitte entschieden habe. Vielleicht können die nicht entstehen, wenn da schon einer steht. Das ist ja total witzlos. Ja, ich dachte auch, man könnte mit dem Baum aus der Vergangenheit einen in der Zukunft einfach... So, da habe ich es bisher auch gedacht. Weil warum soll ich die, dann sind die ja nur Hindernisse, so... Ja. Da müsste ja wenigstens jetzt im Zweifel wachsen, macht er ja auch nicht. Das ist ja total witzlos. Das ist ja völlig Banane. Du musst so, noch eine Ehre aussuchen. Entschuldigung, ich frage mich die ganze Zeit, wann geht's denn los? Oh, ich habe langsam richtig Hunger. Schubst aber das ist ja total witzlos mit diesem, warum soll ich denn dann was hinpflanzen, wenn es dich überhaupt nicht tangiert in dem Vielleicht Moment? Vielleicht ist auch ein Fehler in der Beta. Aus meiner Sicht war es ja so, dass man mit dem Baum jemanden töten kann, wenn der halt da wächst. Das war ja Sinn der Sache, weil dann würde ich nämlich jetzt in der Theorie, würde ich nämlich jetzt dem Feld über mir einen Safen werfen und würde dich nämlich in zwei Ehren eigentlich killen. Das wäre ja... Baum tötet, du tötest mich nur mit einem Baum, nicht mit einem Busch. Ja, aber du stehst zweimal auf dem gleichen Feld. Ja, versuch's, aber wenn da kein Busch wächst, wächst halt auch kein Baum. Siehst du? Ja, dann ist es halt total schwachsinnig. Dann kann ich es halt mal rückgängig machen. Mach mal rückgängig und leg mal auf einem freien Feld, ob der in die Zukunft was legen würde. Leg's mal irgendwo hin, damit was wachsen kann. Sonst mal sieht. Ja. Okay, das ändert natürlich alles, wenn es nicht wächst, so wie lange da jemand steht. Also ich würde das so spielen, dass man jemanden mit einem Baum wegwachsen kann. Das ist doch viel lustiger. Deswegen bin ich gerade völlig irritiert, was das hier soll. Also das ist ja völlig für ein Hintern. Ja. Ach, das war jetzt dein Zug. Ich lasse das jetzt gerade so. Gut, die Vor allem der eine Samen, der da halt jetzt nichts mehr bringt, ist halt so völlig irritierend. Das da ist halt auch im Nachgang, da liegt jetzt halt so ein Samen rum und der liegt da einfach. Und hat so überhaupt gar keine Funktion. Das ist total dumm irgendwie. Ich bin maximal verwirrt gerade. Und ich dachte, Sinn der Sache wäre es, was zu pflanzen, damit es in den anderen Zeitaltern auch da ist. Das musste ja passieren. Was denn? Was, wie, wo, wer? Lass mich hier mal wehren. Ihr lasst Samen rumliegen. Ja, eigentlich können wir wieder Samen werfen. Aha, wo war da denn jetzt der Trick? Verstehe. Aber durch einen Busch durch kann man doch auch, oder nicht? Versuch's mal durch den Busch. Ja, pass auf, wir versuchen das jetzt. Es wird jetzt hier ein Try-and-Error-Spiel. Versuche es jetzt einfach mal durch den Busch durch. Mann. Schmeiße mit Samen um mich. Muss aufpassen hier gerade. Es ist sowieso egal, weil ich so oder so gleich tot bin. Ja, glaube ich, lieber reisen müssen. Du hättest in die Zukunft reisen müssen. Ich habe jetzt gewonnen. Ja. Weil ich schieb dich. Warte, ich kann dich nicht nochmal schieben. Achso, du bist eh schon tot. Ich habe dich in den Busch geschoben, du bist tot, oder was? Ich bin dann scheinbar durch den Busch schon tot, oder was? Ich weiß es gerade auch nicht. Aber wenn ich dich in den Busch reinschiebe, bist du tot. Aber ich kann keinen Busch da wachsen lassen, wo wer steht. Wie unsinnig ist das denn? Und laufe ich darüber und habe gewonnen. Hä, aber ich kenne die Regeln anders. Also ich kenne die Regeln, dass man durch den Busch... Ich bin auch maximal verwirrt. Aber ich habe gewonnen, reicht mir. Toller Sieg. Nee, also ich kenne es so, dass man durch einen Busch und durch einen Samen durchziehen kann. Und nur den großen Baum fällen kann. Es kann doch nicht sein, dass ich dich... Gut, ich habe dich quasi in den Busch geschoben und habe jetzt gewonnen. Ich hätte dich halt sonst aus dem Spielfeld rausgeschoben, hätte ich auch gewonnen. Weil du halt nicht in die Zukunft gereist bist. Deswegen... Ja, ja, schon klar. Es war jetzt aber gerade mehr so ein Trial and Error irgendwie. Weil genau, du hast gesagt, wieso haust du da ab? Und das war für mich eigentlich das, wo ich mir gedacht habe, naja, weil du dann in der Vergangenheit einen Scheiß machst, während ich in der Zukunft schon... ich bin ja extra in die Zukunft gereist, dass wir da doppelt stehen, damit du nicht in die Zukunft reist und da auch was machen kannst. Ja, also läuft, ich habe gewonnen. Ich muss mir, glaube ich, nochmal die Regeln zu diesem Spiel durchlesen, weil irgendwie scheint hier gerade so einiges im Argen zu sein. Das sind fleischfressende Büsche, fühle ich. Natürlich, aber vor allen Dingen, warum wachsen die nicht in dem Moment, wo ich Samen pflanze? Das finde ich viel irritierender. Nur weil das ja mit einer der witzigen Sachen ist. Also weißt du, wenn ich dich töten kann, wenn ich dich in den Busch reinschiebe, dann muss ich dich doch auch töten können, dass ich in der Vergangenheit einen Samen pflanze und dann in der Zukunft dir einen Baum durchwächst. Das ja, ist doch das, genau das, ist das Witzige genau an dem Game eigentlich. Genau das, und das verwirrt mich ja gerade so total mit, hier stimmt doch was nicht. Also hier stimmt gerade einiges nicht. Aber das wirst du jetzt auch ist nur die Frage, haben wir die Regeln falsch gelesen oder ist das Spiel falsch programmiert? Aber ich finde Im meine Zweifel Regeln ist es immer besser. Falsch programmiert. Mir gefällt da meine Regel besser. Gibt es halt eine geile Geek-Trick-Hausregel jetzt. Genau, wenn man die dann auch noch einstellen kann auf BGA, dann wird's gut. Ja, Conny, es hat wieder Freude gemacht. Ich gehe jetzt mal Mittagessen und mache hier mal ein bisschen. Ja, ich stelle auch gerade erschreckend fest, dass schon 3:45 gleich ist hier. Ja. Wo ist der Tag geblieben? War wieder sehr schön. Beim nächsten Mal, wenn wir spielen, mache ich hier einen lustigen kleinen Einblender noch rein mit so einer kleinen Biene. Nur für sehr dich, schön. Das die ist Biene gut. Auch mitspielt. Und dann sehr mache ich so eine Fliegenklatsche, die dich immer wegklatscht, wenn ich gewinne. Also jedes Süß. Mal. Ich glaube, ich gehe jetzt. Das ist der Zeitpunkt, wo ich jetzt einfach gehe. Tschüss, Chat. Tschüss, Conny. Danke dir fürs Zocken. Ciao. Ach ja. Das hat doch wieder gut funktioniert hier.
So, dann würde ich schon mal Ihre Bestellung aufnehmen. Wie wäre es als Aperitif zum Beispiel mit diesem Video von Geekpunkt oder von der Tageskarte dieses wunderbare Video? Und hinten raus vielleicht noch ein Abo als kleine Empfehlung des Hauses.